Ja, sie hat ein bisschen mehr zu sagen. My name is Millibeth. The old women were once firekeepers. I am here to look after them. It is what my mother did, and her mother before her, and so on. Also ja, sie sagt, die drei hier sind die letzten Feuerhüterinnen. Oder sie sind Feuerhüterinnen allgemein. The old women were keepers of the fire. But now, the fire shows signs of fading. And the kingdom is beset by hollows. Ja, sie hat's nochmal wiederholt. Sie sind Feuerhüterinnen. Und überall sind Hüllen. Naja, wenn hier so viele Untote durchkommen. The old women are sisters. I am told there was a fourth. Long ago, firekeepers were commonplace. But now they are lost, scattered to the winds. Ja. The old women are sisters. Long ago, but now. Okay, sie hat uns nichts Neues mehr zu sagen. Dann geht es jetzt los. Als erstes wollen wir nochmal zurückgehen. Denn ich habe hier absichtlich ein paar Sachen liegen gelassen. Also erst einmal sind hier nette Knochen an einem Ständer. Diese Frauen sind wirklich makaber. Aber zum anderen sind hier noch ein paar Secrets versteckt. Einmal hier das gute alte Wasserfall-Klischee. Gibt es einen kleinen, glatten, seidigen Stein. So. Wenn wir hier wieder zurückgehen auf das Feld mit den Hüllen. Hier ist übrigens noch ein Weg. Wenn wir mal kurz hier hingehen, sehen wir riesige Fußabdrücke, die uns gleich schon mal sagen, hier solltest du nicht lang gehen, Kumpel. Aber gut. Hier sind wir wieder auf dem Feld mit diesen Kobolden, die wir jetzt nochmal ignorieren werden. Und stattdessen schnappen wir uns hier hinten eine rostige Münze. Das ist ein kleiner Glücksbringer. Zwar kann ich euch mal kurz zeigen, die Gegenstände, die wir jetzt gefunden haben. Also erst einmal haben wir ziemlich viele Sachen gekriegt. Und zwar 5 Schilde, 4 Waffen und einen Zauberstab. Das ist alles Zeug vom Pre-Order von der Black Armor Edition, die ich mir damals bestellt habe, weil ich auch den Soundtrack haben wollte und ich die Metallhülle so schick fand. Aber die werde ich nachher in die Kiste packen, weil die beiden wir fürs Let's Play nicht brauchen. Also erst einmal haben wir hier das Human Effigy, das Menschenbild. Ein warmes, weiches, schattenartiges Bild ist. Damit könnt ihr die Hüllenwendung umkehren. Schwächt außerdem die Verbindung zu anderen Welten, wenn ihr es in einem Leuchtfeuer verbrennt. Und verhindert so Invasoren und die meisten Kooperationen. Schaut man sich ein Bildnis genau an, erkennt man eine Menschenform. Doch es hängt vom Betrachter ab, wessen Form es ist. Ja, hallo Jungs. Ihr seid nur neugierig, hoffe ich mal. Okay, ich glaube, wir kümmern uns erst einmal um die hier. Auch wenn sie eigentlich die ganze Zeit vor uns wegrennen. Wenn wir einen von ihnen töten oder angreifen, werden sie aggressiv. Da sollten wir dann ein bisschen aufpassen. Aber eigentlich können sie uns so gut wie gar nichts, wenn wir nicht gerade von ihnen umzingelt werden. So. Und ja, hier Dexschaden. Wir haben also nichts zum Blocken, wir können nur zuschlagen. Und sie lassen sich verdammt schwierig treffen teilweise. Übermerkt und wir werden gleich sterben. Ja, deswegen nichts viel weg hier. Nicht in die Nische treiben lassen. Ja. Wo geht's weiter? Wo geht's weiter? Wo ist der blöde Spalt? Da. Ja. Toller Let's Play Anfang. Wir werden gleich von Kobolden angegriffen und zerfetzt. Okay, lieber in die Hütte zurück und weitergehen. Wir haben es zwar geschafft, einen zu töten, aber trotzdem will ich hier jetzt nichts riskieren und gleich am Anfang sterben und zur Hülle werden. Deswegen
aktivieren wir das erste Leuchtfeuer, was es hier gleich gibt, und rasten mal. Ja, Leuchtfeuer sind wieder ein Hauptbestandteil des Spiels. So. Hier hinter dem Wagen ist ein Secret. Aber ja, jetzt zurück zu den Gegenständen. Da wurde ich ja von den Viechern unterbrochen. Finsterzeichen habe ich euch schon mal gezeigt. Seelen kennen wir aus dem ersten Teil. Der schwarze Trennkristall, damit können wir einfach jemanden zurück in die eigene Welt schicken. Ein Symbol des Abschieds, das schon seit Urzeiten weitergereicht wird. Der Kristall schickt andere in ihre Heimatwelt zurück oder euch in eure. Ob Begegnungen hoffnungsvoll oder tragisch enden, sind sie doch kostbare Erfahrungen. Hütet euch vor übermäßigen Einsatz dieses Objektes. Also ja, dasselbe kennen wir aus dem ersten Teil. Der Ordnungsknochen ist etwas, falls man mal die Internetverbindung verlieren sollte, wenn man im PvP oder im Koop oder so ist, dann kann man damit hier den Zorn, der dadurch entsteht, abwenden, weil es gibt ja auch welche, die einfach so das Spiel beenden, wenn sie keinen Bock auf PvP haben. Ja, und hier steht, doch Sünden lassen sich nicht so einfach begraben. Es kann sein, dass ihr das nächste Mal nicht so einfach davon kommt. Jede Begegnung im Leben ist ein kostbares Ereignis des Schicksals. Und das Schicksal lässt sich nicht täuschen. Ja, und dann halt unsere rostige Münze. Eine alte rostige Münze. Zerquetscht man sie, wird das Glück vorübergehend gestärkt. Wie auch immer man eine Münze zerquetscht. Naja, sie ist verrostet. Diese rostige Münze verleiht euch jedes Quäntchen Glück, das das Auffinden von Objekten und anderen Dingen erleichtert. In die Münze ist das Abbild eines Gottes, den man einst verehrte, eingraviert. Doch seine Herkunft kennt niemand. Ja, wir haben ja auch eine Münzen in Dark Souls 1 gefunden, doch die hier bringen halt Glück. Und ein glatterseitiger Stein wird zu der geringen TP-Herstellung verwendet. Der Glanz dieses Steins kann nicht durch gewöhnliches Polieren entstanden sein, sondern muss über einen langen Zeitraum erreicht worden sein. Einige in diesem Land sind auf der Suche nach derartigen Steinen. Und ein unbekanntes, versteinertes Objekt, angenehm zu berühren, trotz seines Aussehens. Ganz sicher ein seltenes und seltsames Ding, doch eines ohne bekannten Zweck. Ja, sieht ein bisschen aus wie ein versteinertes Ei. Und hat auch einen besonderen Zweck, den ihr bald erleben werdet. So, jetzt sind wir im richtigen Tutorial-Gebiet. Also, alles hier ist eigentlich optional, diese Nebelwände hier. Aber wir sollten sie trotzdem durchschreiten. Dahinter wartet zum Glück kein Boss auf uns, sondern nur Hüllen, die uns unsere ersten Seelen geben. Wenn wir mal von den Kobolden absehen, die uns fast getötet hätten. So, schnappen wir uns ein paar Untote. Wie man sehen kann, ganz leicht. An dem hier können wir Backstabbing lernen. Wusch. Das steht übrigens alles hier auf diesen Steinen. Gegner hinter dem Gegner kritischer Angriff. Die können wir übrigens auch zerhauen, und da drüben sieht man ein fettes Vieh, das einen Sarg bewacht. Den können wir allerdings getrost ignorieren. So ein fettes Vieh ist übrigens auch bei den Fußspuren, denen wir gefolgt sind. So, hier können wir uns einen Dolch schnappen, den wir allerdings nicht brauchen. Sondern wir töten einfach den hier. Und sein Kumpel da drüben. Wir haben ja bereits plus 1er Waffen hier in der Hand. Also haben wir schon mal einen kleinen Startbonus sozusagen. So, gucken wir weiter. Hier ist noch ein Bogenschütze, auf den wir Acht geben sollten. Wow. Als Texture rollen wir uns da einfach mal weg und dann hauen wir ihn zu Brei. Und ja, unten sieht man, wir haben Lebenssteine. Davon haben wir jetzt gerade noch mal einen gekriegt. Den können wir auch benutzen. Hier steht natürlich mal wieder die Xbox-Steuerung. Manche Dinge ändern sich leider nicht. Aber egal. Wir gehen jetzt einfach hier durch.
und haben hier ein Nest. So. Ja, und zwar sind hier Tilla und Dino, glaube ich, hießen die beiden. Zwei Krähenbabys, die noch in den Eiern liegen, die wir gar nicht sehen. Und die wollen von uns warme und weiche Sachen. Seidige und weiche Sachen. Und was fällt uns da gleich als erstes ein? Ein seidiger Stein. Den wir ablegen können. Ja. Und das Ding hier können wir auch hier ablegen. Ja, ja. So nice. So smooth. Ja, und sie bedanken sich auch, dass das schön weich ist. Und wir kriegen eine Titanitscherbe. Und, was kriegen wir noch? Einen weißen Ring. Was macht der weiße Ring? Verleiht das Aussehen eines Phantoms. Also ja, wir können uns damit in ein weißes Phantom verwandeln, glaube ich. Und uns so Invasoren verwirren. Kann ich mal kurz ja anlegen, dass man das sehen kann. Genau, jetzt sehen wir aus wie ein Phantom. Aber das will ich gerade lieber nicht. So nützlich ist der Ring eigentlich gar nicht. Ja, man kriegt, wenn man bei den beiden Sachen abgibt, Gegenstände. Und zwar immer zufällig, aber je besser der Gegenstand, den man abgibt, also das versteigerte Etwas ist das Beste, desto besser ist der Gegenstand, den man kriegt. So, jetzt gehen wir durch die nächste Nebelwand. Hier müssten wir das Zweihändige lernen. So. Können wir auch Gegner weghauen. Die benutzen übrigens ihre Waffen auch zweihändig so gerade. Also ja, wenn man Waffe zweihändig führt, dann macht man mehr Schaden mit der Waffe. Aber da wir zwei Waffen führen, ist es doch besser, wenn wir sie beide gleichzeitig benutzen im Augenblick. So, das war unsere erste Sprungeinlage. Und zwar muss man hier drüber springen. So, wusch. Und die Leiter hier nicht übersehen. Denn hier geht es hoch in noch einen Bereich. Und hier würde man normalerweise Sprungangriffe lernen. Nämlich so. Wow. Einer weg. So, und der zweite auch weg. Und hier ist sogar eine Tür. Ja, das hier ist, wie gesagt, der Limbus, das Tatul-Gebiet. Das auch noch einige Geheimnisse für uns bereit hat. Die wir allerdings noch nicht lüften können, weil wir viel zu schwach dafür sind. So, und hier geht es dann zurück. Hier können wir schon mal ins nächste Gebiet reingucken. Da. Jupp. Und zwar hüpfen wir dafür hier runter und gehen hier durch. Hier können wir einen Baum umtreten. Au, und einen Pfeil abkriegen. Fall schneller um. So. So, und weg mit dir. So, ich benutze jetzt das erste Mal einen Heilstein. Wie man sehen kann, der heilt langsam Lebenspunkte über Zeit. Also ist nicht so effektiv wie der Estus-Flakon im ersten Teil. Den es hier übrigens auch gibt. Aber wir brauchen volle Lebenspunkte, wenn wir jetzt hier den Sturzangriff machen. Au. Aua. So. Hier sollten wir nämlich vorsichtig sein. Gut. Wie man sehen kann, wir leben nur noch mit sehr wenig Lebenspunkten. Deswegen war es gut, dass ich mich vorher geheilt habe, sonst wären wir nämlich jetzt tot. Weil genau das, was wir jetzt noch übrig haben, hat uns vorhin gefehlt. So, den da hauen wir noch weg. Und hier könnten wir theoretisch zum Strand runter und zu dem Oger. Oger heißen die nämlich. Aber das Böse ist, da ist ein zweiter Oger. Deswegen, weil wir uns mit denen noch nicht anlegen können. Die sind viel zu heftig. Aber wirklich sind sie das.
gehen wir einfach weiter. So. Und zwar beenden wir jetzt das Tutorial-Gebiet, indem wir einfach hier durch den Spalt gehen. Ja, nochmal einen Blick schweifen lassen. Und dann sind wir auch schon draußen. Und hier kommen die ersten Nachrichten. Die gab es im Tutorial-Gebiet noch nicht. Joggen und dann Sprint voraus. Ja, die Nachrichten lassen sich etwas komisch lesen. Gelobt sei die Sonne. Meine Lieblings-Klischee-Nachricht. Hurra für Hülle, deshalb viel Erfolg. Hurra für Illusion, Arena voraus. Das ist eine Lüge, soweit ich weiß. Weil hier in dem Gebiet ist nichts versteckt. Hurra für Hinterteiler, Boloch. Ja, die Texte klingen so komisch. Ich kann euch das mal zeigen. Nachricht verfassen. So sieht das Ganze aus. Erst einmal müssen wir uns hier was aussuchen. Zum Beispiel Sternchen, Sternchen, Sternchen. Und dann können wir uns hier Sachen aussuchen. Aber das will ich jetzt nicht.